Von Morpheus über Smith bis hin zu Neo selbst. Alle alten Charaktere kehren in Matrix Resurrections in neuer Form zurück. Und der Film ist gespickt mit kleinen Momenten, die einen innehalten lassen, während man versucht herauszufinden, was eigentlich vor sich geht. Der Auftakt von Matrix Resurrections bereitet die Bühne für eine unglaubliche Metaebene, was an den Anfang von Matrix aus dem Jahr 1999 erinnert. Es ist jedoch nicht alles so, wie es scheint. Zwei neue Figuren, die Hacker Bugs und Zack, tauchen ebenfalls auf. Und genau wie dem Publikum kommt ihnen diese Szene durchaus bekannt vor, sie wissen, dass etwas nicht stimmt. Als Trinity auftaucht, sehen wir Bugs, die sie beobachtet. Aber wenn ihr in diesem Moment auf Pause drückt, wird euch schnell klar werden, dass es sich nicht um Carrie Ann Moss und auch nicht um den Anfang von Matrix handelt. Auch Bugs erkennt das, aber wenn man den Film an einer früheren Stelle anhält, ist man dem Spiel einen Schritt voraus. Diese Erkenntnis führt dazu, dass die Szene von den Ereignissen des Originalfilms abweicht und schließlich offenbart, dass das gesamte Intro in einem Modal innerhalb der Matrix stattfindet. In der Matrix-Welt ist ein Modal ein Testbereich, der isoliert von einem Programm existiert, aber dennoch den Code dieses Programms verwendet. Das Modal, das Neo im Film erschafft, existiert zum Beispiel innerhalb eines Spiels, das er entworfen hat. Eine weitere Bonuspause folgt, als Bugs aus der Szene fliehen muss. Auf dem Weg nach draußen stößt sie mit einem Neonschild mit der Aufschrift Andersons zusammen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir uns in einem von Neo selbst geschaffenen Modal befinden. Eine Tatsache, die erst ein wenig später enthüllt wird. Nachdem sie von Agenten entdeckt wurde, als sie das fingierte Trinity-Intro beobachtete, wird Bugs von einem Programm gejagt, das sich bald als Morpheus entpuppen wird. In einem Raum voller Schlüssel, und ja, das ist eine hundertprozentige Anspielung auf den Schlüsselmacher aus Reloaded, findet sie eine Tür zu einem anderen Raum im Modal, wo sie schließlich dem Programm gegenübersteht. Es stellt sich heraus, dass sie schon einmal hier war. Hier hat alles angefangen. Wir befinden uns in Thomas Andersons Zimmer aus dem Anfang von Matrix. Der Raum ist eine Nachbildung von Neos beengtem Hacker-Apartment und allem, was dazugehört. Wenn man bei dem Film während dieser Szene kurz auf Pause drückt, kann man den Blick wandern lassen und sich kurz der Nostalgie hingeben. In dieser Sequenz voller Schnickschnack und Rückblicke wird deutlich, wie bedeutungsvoll die Sets in Resurrections sind. Man sieht einen Nachbau von Neos altem Computer, der noch intakt ist. An einer bestimmten Stelle hebt Bugs die alte Metacortex-ID mit der Aufschrift Thomas Anderson auf. Jedes Detail, bis hin zum gleichen Poster an der Wand und den offenen Flaschen und Dosen Cola, die in der Mikrowelle herumliegen, ist unverändert. Diese Szene ist ein weiterer entscheidender Moment. Hier bestätigt sich Bugs, dass es sich bei dem Programm um einen Morpheus handelt, den Neo unbewusst in der Matrix erschaffen hat. Und sie begreift, dass der Auserwählte immer noch lebt und näher zu sein scheint, als alle dachten. In einer Szene, in der Bugs ihre Beweggründe für die Verfolgung von Neo und seine Befreiung erklärt, sehen wir eine Rückblende, bei der es sich durchaus lohnt, erneut auf Pause zu drücken. Während Bugs erklärt, sehen wir, wie sie ein Hochhausfenster putzt. Dann sehen wir, wie Neo von der Spitze des Gebäudes springt, aber für den Bruchteil einer Sekunde sehen wir statt ihm ein Bild eines alten Mannes. Als er sich Bugs zuwendet, ist er wieder der bärtige Keanu Reeves, den wir als Neo in Matrix Resurrection kennen und lieben gelernt haben. Dieser Moment gibt Bugs Hoffnung und beweist, dass Neo noch irgendwo da draußen ist. Damit wird Neos Handlungsstrang in Gang gesetzt, ähnlich wie der von Morpheus im Originalfilm Matrix. Dieser Moment ist der erste Hinweis des Films auf eine Wendung, die später noch kommen wird. Später verstehen wir diesen Moment so, dass Bugs Neo in seiner wahren Gestalt sieht und nicht als den alten Mann, für den ihn die anderen Bewohner der Matrix halten. Während des gesamten Films bis zur Enthüllung deuten Bilder des Mannes, den alle als Spiegelbild sehen, bereits auf die Wahrheit hin. Gegen Ende des Films enthüllt der Analyst, dass es sich bei dieser Sichtung in Wirklichkeit um einen früheren Fluchtversuch von Neo handelt. Wenn es euch gelungen ist, jegliches Marketingmaterial für Resurrections über den ersten Trailer hinaus zu vermeiden, dann wart ihr vermutlich schockiert über die Enthüllung, dass Jonathan Groffs Figur Agent Smith ist. Dies ist umso überraschender, da der Film das Publikum absichtlich in die Irre führte, indem er die Rolle nicht mit Hugo Weaving besetzte, obwohl er diese zweifelsfrei für immer verkörpert. Selbst wenn man Groffs wahre Rolle schon vorher kannte, ist der Moment, in dem er schließlich die Maske fallen lässt und in seiner besten Hugo Weaving-Stimme Mr. Anderson ruft, einer der nervenaufreibendsten Momente des Films. Die anschließende Schießerei ist stilvoll, schnell und zeigt eine Menge Yahya Abdul-Mateen, ausgestattet mit gut aussehendem Anzug und abgefahrener Katerwaffe.
Später wird der Grund für Smiths Rolle in Neos simuliertem Leben erklärt. Wenn man sich den Film noch einmal ansieht, was für Matrix-Fans mit einem HBO Max Abonnement ein Muss ist, kann man leicht erkennen, dass Smith als Geschäftspartner von Thomas Anderson eingesetzt wurde, um Neo in Schach zu halten. So konnte der Analyst Neo jederzeit im Auge behalten. Eine Pille macht dich größer und eine Pille macht dich kleiner. Sicherlich haben sie Jeffersons Airplanes White Rabbit im Vorfeld der Veröffentlichung von Resurrections unzählige Male gehört. Aber es ist wirklich der perfekte Song, um die Rückkehr in The Matrix zu untermalen. Die Schlüsselszene, in der Neo schließlich wieder die rote Pille schluckt, ist gespickt von Anspielungen auf den ersten Film. Die Kulisse ist unglaublich. Neo betritt einen Raum, der dem verlassenen Gebäude, in dem er im ersten Film die rote Pille genommen hat, sehr ähnlich ist. Und auf der Projektionsfläche, die die Wand ihm einnimmt, läuft die Originalszene aus Matrix von 1999 in Dauerschleife. Es ist ein großer Metamoment für den Film, der die Themenauswahl und Wiederholung in Frage stellt. Nothing comforts anxiety like a little nostalgia. Wenn Morpheus diesen lapidaren Satz sagt, bezieht er sich sowohl auf die komfortablere Umgebung, die er und Bugs geschaffen haben, um Neo dazu zu zwingen, die rote Pille zu nehmen, als auch auf einen Metakommentar zur bloßen Existenz dieser Fortsetzung. Neo war schon einmal hier. Um es mit den Worten des Orakels zu sagen, er hat die Entscheidung bereits getroffen. In dieser und vielen anderen Szenen analysiert die Filmemacherin Lana Wachowski die Allgegenwart von Franchise und Reboots, indem sie vergangene Szenen, Charaktere und Motive wieder aufleben lässt, um zu hinterfragen, wie ihre Arbeit interpretiert wurde und was die Leute von einer Matrix-Fortsetzung erwarten und was sie vermitteln möchte. Nach seiner Rückkehr ins reale Leben wird Neo sofort wieder reingezogen und wie im Original von 1999 in einen rein weißen Raum das Konstrukt gebracht, wo Morpheus auf seine Ankunft wartet. I remember this. In Resurrections erklärt Morpheus, was er genau ist. Und zwar ein von Neo geschriebener Algorithmus, der aus den Erinnerungen von Morpheus und Agent Smith besteht. Von hier aus müssen wir uns natürlich dem Dojo widmen. Das Trainingsdojo, in dem der epische Kampf zwischen Neo und Morpheus in Matrix stattfindet, kehrt in Resurrections zurück. Der Kampf, der sich zwischen Neo und dieser neuen Version von Morpheus abspielt, ähnelt dem des Originals. Aber es steht mehr auf dem Spiel. Wenn Neo in dieser Szene nicht die Kraft in sich findet, um zu gewinnen, wird er sterben. Morpheus besiegt Neo fast. Während der ehemalige Kung-Fu-Meister auf dem Boden liegt, erinnert Morpheus ihn an die eine Sache, für die er kämpft: Trinity. Das führt dazu, dass Neo schließlich seine Matrix-Superkräfte wiedererlangt oder zumindest einen Teil davon und das ganze Dojo in eine helle Supernova verwandelt, wodurch er den Test besteht und schließlich aufwacht. Während so ziemlich die gesamte erste Hälfte von Matrix Resurrections als Hommage an und als Dekonstruktion des ursprünglichen Matrix-Films fungiert, ist der Film auch eine direkte Fortsetzung von Matrix Revolutions. Zusammen mit ihren Mitstreitern beschloss Lana Wachowski, einige der Hauptfiguren aus den Fortsetzungen wieder aufleben zu lassen, darunter Morpheus' alte Flamme und knallharte Kapitänin Niobe und jedermanns Liebling das Marrowwinger-Programm. Right? Apropos Murph, wie Trinity ihn in Matrix Revolution so treffend nannte, der Franzose selbst kehrt in Resurrections zurück. Das Exilprogramm ist allerdings in einem hageren Zustand. Sein Bart und sein schmutziges Äußeres sind das genaue Gegenteil von dem, was wir in den ersten beiden Fortsetzungen von ihm gesehen haben. Er gibt Neo die Schuld an seinem altersschwachen Zustand und macht sich über das digitale Zeitalter lustig, einschließlich eines großartigen Moments, in dem er sich darüber beklagt, dass Stil und großartige Konversationen durch das Beep, 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 Beep des unaufhörlichen SMS-Schreibens ersetzt worden sind. Wir können zwar nicht wiederholen, als was er Wikipedia bezeichnet, aber der sehr direkte Verweis auf soziale Medien als Face Zuckersack ist der Höhepunkt der Tirade. Zugegeben, auf Pause drücken bringt an dieser Stelle nichts, aber für diese Aussage alleine lohnt sich das Zurückspulen. Der wohl beste Wow-Moment von Matrix Resurrections kommt ganz am Ende und das Warten lohnt sich. Im entscheidenden Moment des Films fassen sich Neo und Trinity an den Händen und springen gemeinsam von einem Dach. Dieser Vertrauensvorschuss stellt sich als Täuschung raus. Den ganzen Film über haben die Fans darauf gewartet, dass Neo seine Fähigkeit zu fliegen wiedererlangt. Und es fühlt sich an, als wäre dies der Moment, in dem es soweit ist. Und dann passiert es doch nicht. Zumindest nicht wie gedacht. Nach ihrem Sprung beginnt Neo zunächst zu fallen, fängt sich aber plötzlich.
Die Kamera schwenkt nach oben, um zu zeigen, dass es diesmal Trinity ist, die in der Lage ist zu fliegen. Es ist ein beeindruckender Anblick, der den Trinity-Fans im Alleingang den schönsten Moment beschert, von dem sie nicht einmal wussten, dass sie ihn wollten. Der gesamte Film ist eine Hommage an Carrie Ann Moss und Trinity, ebenso wie an Neo und Keanu Reeves. Für die beiden ist das Ende von Resurrections nur ein neuer Anfang. Für den Rest von uns, nun ja, wir müssen einfach abwarten und sehen, was passiert. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsserien und Filme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.